Herzlich willkommen und guten Abend zum Berlinale Studio. Tag 8 des Festivals. Und ich muss sagen, nach hinten raus werden die Stars, die hier über den roten Teppich laufen, immer sympathischer. Heute zum Beispiel Gael García Bernal, mexikanischer Schauspieler und Hollywood-Star. Netter als der geht eigentlich gar nicht. Vorfreude ist ja nach landläufiger Meinung die schönste Freude und ähnlich verhält es sich manchmal mit dem Vorspann und dem Hauptfilm. Der Vorspann macht Appetit auf das, was kommt und ist bisweilen sogar ein kleines, richtiges Kunstwerk in sich. Die Berlinale steuert aufs Ende zu. Es wird immer lauter über Favoriten und Flops getuschelt und spekuliert. Morgen ist der letzte Tag des Wettbewerbs und ich finde, es wird Zeit für eine Bärchenbilanz. Übermorgen werden die Bären verliehen, aber ha, ich habe viel mehr Bären zu vergeben. Edge Badge. Okay. Who would you give the bear to? I love two films a lot. This one film called Profile and this one film called Cook. I love dogs. That's great. I get this for just. Thank you. Ich krieg sie. Ich krieg sie, meine Preisträger. Dankeschön. Wem würden Sie denn einen Bären verleihen? Meiner Mom. Weil sie fleißig arbeitet. Fieber, Bären, Fieber, Bären, Fieber. Einmal schnuppern. Gummibärchen, wow. Ich möchte Ihnen dieses Bärchen verleihen für die beste Frisur des Abends. Wow. Tada! Als wenn ich es geahnt hätte, oder? Ja, oder? Toll. Ciao. Das war mein Onkel. There's no business like show business. So. I'd like to give a bear to you. Thank you. Who would you give a bear to? I don't speak Germanese. Berlinale? Yes, yes. The title name, Kimi no na wa. Thank you very much. Welcome. Ich habe kein Wort verstanden, aber es war trotzdem ganz charmant. Dafür haben Sie den Bären verdient. Die sind garantiert kaloriefrei. Komm, der sieht gut aus hier. Wem würden Sie einen Bären verleihen? Vielleicht den morgen mit Sandra Hüller? Und Franz Rogowski? Nee, wie heißt er? Franz? Franz? Franz Rogowski? Ist richtig, ne? Die haben nämlich bei uns in Bitterfeld gedreht und der Film läuft morgen. Ja, na mal sehen. In den Gängen? Ja. Ob da was im Gang ist? Vielleicht. Tschüss. 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 Wir gucken dich nachher. Schön. Freue ich mich. Viel Spaß noch. Danke. Gael García Bernal haben wir eben schon auf dem roten Teppich gesehen. Er spielt die Hauptrolle im mexikanischen Wettbewerbsbeitrag Museo. García Bernal ist ein Nachwuchsganove, der ins Nationalmuseum einbricht. Der Film erzählt die Geschichte des berühmtesten Kunstraubes in Mexiko. Ob das Spannung pur ist, das weiß unsere Filmkritikerin. Juan und Wilson haben ihrem Studentendasein mit einem riskanten Kunstraub ein Ende gesetzt. Um die gestohlenen Kunstwerke zu Geld zu machen, begeben sie sich in die Welt der internationalen Kunsthändler. Doch hier werden sie ihre Beute nicht los. Gentlemen. Guten Tag, die Herren. Entschuldigung, ich habe Gäste. Wir geben unserem Schatz den geschissenen Engländer? Er wird im britischen Museum landen. Den Idioten ist alles egal, die sprechen nicht mal Spanisch. Der Regisseur Alonso Ruiz Palacios versetzt uns in das Mexiko der 80er Jahre. Es gibt viele Filme über spektakuläre Kunstraube, aber Museo ist anders. Neben spannenden und komödiantischen Teilen gibt es auch eine nachdenkliche Seite. Denn der Raub konfrontiert die Mexikaner mit ihrer Identität und ihrem kulturellen Erbe. Die Frage, wem historische Kunstwerke gehören, verortet den Film in der Gegenwart. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Der Raub schockierte, denn die gestohlenen Kunstwerke sind Heiligtümer der Maya. Mexiko wird gewarnt vor diesen Dieben, Feinde unserer Vergangenheit und unseres Erbes. Der Raub wird als Angriff auf die ganze Nation gewertet, auch von Juans nichtsahnendem Vater. Die das gemacht haben, sind erbärmliche Mistkerle und haben keinen Platz in unserer Zukunft. Erst langsam wird sich Juan der Dimension ihrer Tat bewusst. Der mexikanische Star Gael García Bernal, der schon 2007 Mitglied der Berlinale-Jury war, überzeugt in der Rolle des Juan zwischen Übermut und Verunsicherung.
Vor 4 Jahren lief Gueros, der preisgekrönte erste Langfilm von Ruiz Palacios, auf der Berlinale. Eine Coming-of-Age-Geschichte und ein Roadmovie. Und diese Elemente greift er auch jetzt wieder auf. Museo ist eine Reise zwischen mondänen Badeorten und Maya-Ruinen. Und im Zentrum stehen 2 Männer, die nach dem Sinn in ihrem Leben suchen. Der Versuch, die Beute loszuwerden, wird immer mehr zum Selbstfindungstrip. Juan überlegte, hier zu bleiben. Er wollte wie die Mayas leben und sterben. Er sagte, er hätte jetzt keine Angst mehr zu sterben. Mit jeder Wendung in der Geschichte ändert sich auch der Stil des Films. Mal lange Einstellungen mit philosophischen Gedanken, mal Parodie, mal Actionfilm und immer das Spiel mit Licht und Schatten. Was machst du? Wo willst du hin? Leck mich, ich gehe nach Mexiko. Lass mich! Ein thematisch und visuell spannender Film, dem die Mischung verschiedener Genres gelingt. Mit Leichtigkeit kreist Museo um die Frage nach persönlicher und kultureller Identität und zeigt, dass man erst weiß, was man besitzt, wenn man es verliert. Hau bloß ab! Ich brauch dich nicht! Fast 400 Filme in 10 Tagen laufen hier auf der Berlinale. Und es gibt zwar nicht für jede Premiere eine große Party, aber doch so für einige. Da können Sie sich vorstellen, was hier nachts alles los ist. Meine Kollegin Marva Eldesuki hat sich für uns ins Getümmel geworfen und hat mal getestet, wie gut sich die Partygäste mit der Berlinale überhaupt auskennen. Wir wollen heute mal von den Stars und Sternchen wissen, wie gut sie sich überhaupt mit der Berlinale auskennen. Mit unserem kleinen Berlinale-Quiz. Tests immer schlecht. Kennst du dich aus? Ich glaube nicht. Oh je. Seit wann gibt es die Berlinale? 1990, 51 oder 29? 1990. Ich würde mal tippen 1990, wegen Wiedervereinigung und so. Also die 68. glaube ich. Also okay, also seit 90, 51 oder 29? 68. Die Berlinale gibt es, glaube ich, schon seit 51. Sehr gut. Ach Quatsch. Es ist die 68. oder irgendwie sowas, ja. Oder? 68? Ja, frag das mich raus. Doch. Zur Eröffnung gab es Hollywood-Stars, die hier waren. War einmal Tilda Swinton, George Clooney oder Kim Kardashian da? Dann wird es Kim sein, oder? Nein, Kim ist nicht hier. Ich hoffe, es war George Clooney. George Clooney ist nicht in der Stadt. Tilda Swinton. Sehr gut. Wie viel ist denn der goldene Bär wert? 150 Euro, 25.000 Euro oder 3.500 Euro? 150, oder? 125? 150. Nee, es sind 3.500. Ehrlich? Das habe ich als erstes gedacht, aber dann dachte ich so, es kann das doch nicht sein. Viel, oder? Ja, yeah, it's too much. Der goldene Bär ist unbezahlbar. Also, wir wollen wissen, wer ist denn der Shootingstar dieser Berlinale? Ist es einmal Franz Rogowski oder ist es Elias Mbarek oder Florian Silbereisen? Shootingstar? Was bedeutet das genau? Nicht Florian Silbereisen, auch nicht Elias Mbarek, der andere. Nein, das ist Nummer A. Der Franz... Das ist Franz Rogowski. Sehr gut. Ist der Nachname richtig ausgesprochen? Rogowski. Ich werde mir deinen Namen merken. Der Eröffnungsfilm, ging der um Kamele, Pinguine oder Hunde? Kamel. Hunde. Kamele. Pinguine. Hunde. Ich würde A sagen. Kamele. Sehr gut. Nicht um Hunde. Hunde. Sehr gut. Puh. Welcher Star ist dieses Mal dabei mit einer Dokumentation, die über ihn gedreht wurde? Ist es einmal Ed Sheeran, K1 oder David Hasselhoff? Meine Antwort zu der Frage muss David Hasselhoff sein. K1. Ich würde sagen Ed Sheeran. Nein, David Hasselhoff. Ich würde jetzt Ed Sheeran tippen. Ja. Ed Sheeran, hoffe ich doch mal. Richtig. Sehr gut. Obwohl viele ja Angst hatten vor unseren Quizfragen, haben sie sich doch eigentlich ganz gut gemacht, außer so ein paar Mathe-Schwierigkeiten. Also das war auf jeden Fall unser kleines Berlinale-Quiz vom roten Teppich. Bei mir im Studio sind jetzt die Schauspieler Clemens Schick und Maria Dragus. Hallo ihr beiden. Ihr seid ja oft zu Gast bei der Berlinale. Ich weiß, dass Maria bei dem Test gerade gewonnen hätte. Wie sieht es mit deinem Berlinale-Wissen aus, Clemens? Ob ich den Test gewonnen hätte, weiß ich nicht. Aber deswegen
Bin ich froh, dass Maria da ist. Du hast alle Antworten gewusst, das kann ich bestätigen. Er hat sie mir ins Ohr geflüstert. Ihr wart ja beide schon ziemlich oft mit euren Filmen hier auf der Berlinale. Was für ein Gefühl habt ihr für dieses Jahr? Ist es ein guter Jahrgang? Das muss Clemens beantworten, weil ich habe dieses Jahr Sabbat Berlinale eingelegt. Heute ist der einzige Abend. Ich habe den Eröffnungsfilm gesehen. Der hat mir teilweise sehr gut gefallen. Teilweise fand ich ihn etwas erklärend. Heute wollte ich mir eigentlich noch Eldorado anschauen. Auf den habe ich mich sehr gefreut, aber das habe ich nicht geschafft. Und sonst habe ich leider zu wenig Filme gesehen. Da muss ich leider auch gestehen. Aber ihr habt ja auch viel zu tun. Ihr seid hier mit einem gemeinsamen Film vertreten. Darin spielt ihr Vater und Tochter. Verlorene heißt er. Und wir schauen mal rein. Mit Maria stimmt etwas nicht. Sie ist halbwaise und lebt mit ihrer kleinen Schwester in der süddeutschen Provinz. Was hast du gemacht? Seit dem frühen Tod der Mutter hat sich Marias Verhältnis zum Vater verändert. Drehung. Was zwischen Vater und Tochter passiert, darf niemand erfahren. Maria will die Familie um jeden Preis zusammenhalten. Ihre rebellische kleine Schwester dagegen will mit Maria von zu Hause abhauen. Doch kann Maria sich vom Vater losreißen? Ihr habt die Xehe. Heizungskeller. Da steht Wehtan. Da unten. Du hast blutet. Ich hab meinen Tag. Deswegen hab ich blutet. Das ist nicht, was ich gesehen hab. Clemens Schick, ihr spielt in dem Film Vater und Tochter. Es wird nicht ausgesprochen, es wird nur vage angedeutet, aber man ahnt irgendwann, dass dieser Vater seine Tochter missbraucht. Wann oder wie lange hast du gebraucht, um diese Rolle zuzusagen? Hast du damit gehadert? Also das ist jetzt überhaupt keine Schmeichelei, aber ich wollte und schon immer mit Maria arbeiten. Das war von mir ein ganz großer Wunsch, weil ich sie als Schauspielerin unfassbar schätze und wusste, dass wenn ich mich auf so eine Reise mit ihr mich darauf einlassen kann. Ja. Das ist ja schon eine ziemlich harte Nummer. Wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet? Also wir hatten ein bisschen Vorlauf. Wir hatten so 4 Monate Vorlauf, was ein relativ luxuriöser Zustand ist, um einen Film vorzubereiten. Und haben das auch sehr eng zusammen gemacht mit den ganzen Schauspielern. Und deshalb war das sozusagen, wie Clemens auch sagt, einfach sehr intensiv sozusagen, da in diese badische Welt einzutauchen. Wir waren am Ort sozusagen, wo wir auch gedreht haben und haben dort uns reingefühlt. Ich liebe meinen Beruf, weil der mir ermöglicht, mich in Menschen reinzuversetzen, die ich privat als Clemens Schick nie nahe kommen würde, die ich nicht verstehen könnte oder so. Und durch meinen Beruf kann ich Charaktere, Psychologien, Situationen, Begegnungen ausloten, wie ich das sonst nicht könnte. Und deswegen ist eine Rolle, die so die was tut, was ich so als Mensch so verachten würde und verachte, mich dann sozusagen auf eine Reise zu begeben, den versuchen zu verstehen und die Psyche zu verstehen, ist für mich eigentlich ein ganz großes Geschenk. Also deswegen ist sozusagen das, der Abgrund eines Charakters ist nicht ein Grund, da zuvor zurückzuschrecken, sondern eigentlich im Gegenteil. Aber das geht halt auch nur, wie Clemens schon gesagt hat, wenn es stimmt. Und wir hatten Enno Trebs, das war jetzt der 3. Film, den ich mit Enno gemacht habe, und Anna Bachmann zum Beispiel. Und das muss in sich auch funktionieren. Also da muss man sich gegenseitig vertrauen können, wenn man extreme Szenen zu spielen hat. Und auch wenn es unterschwellig, aggressiv oder irgendwas ist, was einfach immer mitschwingt, da muss man sich gut aufeinander verlassen können. Und das war eben bei uns der Fall. Ja, das Ergebnis ist auf jeden Fall beeindruckend. Ihr hattet mit dem Film am Montag Premiere. Wie haben die Zuschauer reagiert? Was für Diskussionen gab es? Habt ihr das mitbekommen? Wir hatten ein ganz kurzes Q&A danach, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel dann Feedback mit den Leuten, mit den Zuschauern gehabt, direkt nach der Vorstellung. Ich habe es leider nicht geschafft, die beiden anderen Veranstaltungen, Vorführungen noch zu sehen, weil ich nicht in der Stadt war. Und da wäre man vielleicht noch mal eher mit den Zuschauern direkt ins Gespräch gekommen. Aber jetzt bei der Premiere waren wir danach so ein bisschen weg und es gab keinen richtigen Austausch. Ja, die Zuschauer waren auf jeden Fall
tief getroffen und betroffen. Ich danke euch für dieses Gespräch. Was noch so los ist auf der Berlinale, das zeigen wir Ihnen jetzt in unseren Notizen. In 10 Tagen über 30 Filme sehen, das auch noch kostenlos und dafür schulfrei bekommen, ein Traum für junge Cineasten. Mitglied der Kinderjury kann jedes Kind werden. Wer einen Filmbewertungsbogen ausfüllt und ihn zur Berlinale schickt, wird vielleicht für nächstes Jahr ausgewählt. Einen Film einfach nur gut oder schlecht finden, reicht da aber nicht. Also mir ist es wichtig, dass der Film abwechslungsreich ist, also dass er vielleicht auch Spannung aufbaut, einen Höhepunkt hat, dass das alle auch so ein bisschen, dass alles auch so ein bisschen einen Sinn ergibt und ja, dass die Schauspieler gut spielen und ja, was man auch dabei fühlt. Bleibt noch die Frage nach einem ersten Favoriten. Na gut, ein Versuch war's wert. Idris Elba ist DJ, Musiker, Designer, Filmproduzent. Als Schauspieler wird er in gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen als James Bond gehandelt. Jetzt führt der Tausendsasser auch noch Regie. Yadi ist ein Actionfilm, in dem der junge Dee als Drogenkurier im London der 80er Jahre arbeitet. 10 Jahre zuvor wurde sein Bruder erschossen. Er sah das mit an, sinnt nun auf Rache und nimmt die Spur des Mörders auf. Im Kern geht es um die Frage des Traumas und Traumamanagement. Das Wort klingt etwas klinisch, aber nun ja, hier in Deutschland versteht man das schon. Dee, meine Hauptfigur, muss mit Traumata umgehen. Traumamanagement ist ein universelles Problem. Jeder Mensch muss damit umgehen, früher oder später. Den Kampf ums beste Bild am roten Teppich erleben 22 Studierende der Hochschule der populären Künste gerade zum ersten Mal. Sie knipsen 8 Tage lang vor und auch hinter den Kulissen. Wir alle fotografieren ja nicht die typischen Celebrity-Shots. Wir wollen die Details eingreifen, die einem in der ganzen Hektik entgehen können. Und ich glaube, das haben wir alle sehr gut gemacht heute. Die Bilder werden schon jetzt jeden Tag auf der Homepage der Berlinale gezeigt und ab 25. Februar in der Galerie Subjekt-Objekt ausgestellt. Rupert Everett war einer der ersten Schauspieler in Hollywood, die sich Ende der 80er geoutet haben. Was zur Folge hatte, dass er von da an festgelegt war. Im Filmbusiness, in dem in erster Linie heterosexuelle Männer das Sagen haben, wurden ihm fast nur noch Rollen schwuler Männer angeboten. Jetzt, mit 58 Jahren, hat er zum ersten Mal Regie geführt und er hat auch gleich das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle übernommen. Everett spielt den großen Schriftsteller Oscar Wilde, der am Ende seines Lebens im Exil lebt. Verarmt und täglichen Schikanen ausgesetzt. Get your hands off me! You've taken everything, you little shit! Everything! My family, my work, my freedom, everything! There's nothing left to take! What are you gonna do? Kill me? I'm already dead, you cunt! Oscar Wilde ist nur noch ein Schatten seiner selbst. In seiner Heimat England kann sich der Romancier nicht mehr blicken lassen. Die Schande ist zu groß. Wegen Unzucht wird der homosexuelle Wilde hier zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Ende seines Lebens verbringt er im Exil, in bitterer Armut. The Happy Prince zeigt den tragischen Untergang eines großen Schriftstellers. There's nothing in me. Not even fear. The fact that Oscar Wilde was... Die Tatsache, dass Oscar Wilde von der Gesellschaft praktisch in Zeitlupe zugrunde gerichtet wurde, war der wichtigste Grund, warum ich diese Geschichte über Homosexualität verfilmen wollte. Diese Geschichte ist wichtig. Sie zeigt, was es bedeutet, homosexuell zu sein. Und es ist eine Geschichte, die sich in vielen Ländern der Welt noch heute so abspielt. Oscar Wilde wird Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, ein hochtalentierter Schriftsteller und extravaganter Dandy. Für die damalige Zeit lebt Wilde seine Homosexualität sehr offen aus. Noch heute gilt er als Ikone der Schwulenbewegung. Deswegen wurden schon zahlreiche Biopics über ihn abgedreht, zum Beispiel vor rund 20 Jahren mit Stephen Fry in der Hauptrolle. Ist also nicht schon längst alles über das Leben von Wilde erzählt? Rupert Everett meint nein, für ihn ist Wilde ein Märtyrer.
Für die homosexuelle Bewegung ist Wilde sehr wichtig. Mit ihm hat all das begonnen, wo wir heute stehen. Wie offen wir über Homosexualität reden, das verdanken wir im Grunde ihm. Er ist der erste Märtyrer. Für mich ist er die Christusfigur der Schwulenbewegung. Für mich ist er die Christ-Charakter in der Gay-Movement. 9 Jahre arbeitet Rupert Everett an The Happy Prince. Er spielt nicht nur die Hauptrolle und führt Regie, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben. In Hollywood bekomme er keine guten Rollen angeboten, sagt Everett. Deshalb schreibt er sie sich einfach selbst. Ein schwuler Schauspieler in einer größtenteils von heterosexuellen Männern geprägten Welt zu sein, ist immer noch sehr schwierig. Und ich habe einfach einen Weg gesucht, um mich und meine Persönlichkeit künstlerisch ausdrücken zu können. You should take Oscar. He looks like a rotten egg in aspic. What happened? I was poisoned by a mole last week when Robbie arrived. I've got mysterious skin since. Leprosy, I expect. Thank you, my dear. Rupert Everett möchte mit diesem Film die schwule Emanzipation stärken, schafft das aber nicht, denn The Happy Prince ist ein klassischer Kostümfilm, der ziemlich pathetisch und gestrig daherkommt. Aber immerhin hat Rupert Everett sich mit seinem Regiedebüt ein Herzensprojekt erfüllt. Bei so einem Festival wie der Berlinale sind ja nicht nur unzählige Festivalbesucher unterwegs, sondern auch ganz viele Helfer im Hintergrund, die dafür sorgen, dass alles läuft. Dazu gehören auch Festivalpraktikanten, die auf dem Weg erste Berlinale-Luft schnuppern können. Wenn ich unseren Mann in der Kälte, Rainer Maria Jilk, in den letzten Tagen so richtig verstanden habe, ist die Berliner Luft da draußen ja ganz schön frisch, oder Rainer? Sehen das die Praktikanten auch so? Das kann man so sagen. Wir sind ja auch mittlerweile im Minusbereich, also es bleibt auf jeden Fall immer schön frisch. Eine Praktikantin ist jetzt bei mir, Asifa. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Du bist vor 5 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Warum wolltest du denn auf die Berlinale? Naja, weil ich Interesse habe. Also wollte ich gerne irgendwann einfach hier Praktikum machen. Und dann kann man hier berühmte Leute sehen, einfach Kino gehen. Ja, das habe ich schon sehr interessant gefunden. Ja. Klingt nach einem tollen Job. Aber dass es nicht nur Glamour pur ist. Wir haben Sie mal auf Ihrem Arbeitsplatz besucht, im Fundbüro. Die sind die Schalen, hier alles, auch plus eine Tasche. Und dann, ich hoffe, dass die Leute kommen. Die sind so froh, dann sagen, ja, endlich habe ich meine Sachen gefunden. Ich habe vorgestern im Cinemax im Kino 1 oder 3 meine Mütze verloren. Ich glaube, das ist sie schon. Ja? Ja. Super. Ganz herzlichen Dank. Ja. Bitte. Dankeschön. Tschüss. Ja, wir sehen, du hilfst den Menschen, dass sie wieder ihre Dinge finden. Sag mal, gab es irgendwelche skurrilen Dinge, die irgendwie verloren gegangen sind? Ja, die besondere ist also ein bisschen komisch gefunden. Das ist die Brille. Wie kann man die Brille einfach vergessen? Also das ist auf dem Gesicht. Man kann sofort merken, dass es keine Brille auf dem Gesicht ist. Aber weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel viele Brille bekommen, von die, also die Cinemax und so weiter, die verloren haben. Okay. Vielleicht waren es 3D-Brillen, man weiß es nicht. Kam eigentlich schon mal ein Filmstar vorbei, der irgendwas verloren hat? Kann auch sein. Also ich kenne ihn nicht, aber kann sein, weiß ich nicht. Ich kenne nicht die berühmten Leute vielleicht. Die kommen einfach, manche Leute, dass die sprechen auf Englisch. Mhm. Versuchte ich auch auf die Englische mit die darüber sprechen. Kann sein, weiß ich nicht. Wer weiß, wer da alles schon bei dir war. Vielen herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Ja. Sag mal, Pega, hast du auf der Berlinale schon mal was verloren? Nö, ich habe noch nichts verloren, außer vielleicht mal meine Geduld, wenn ich zu lange an dem Ticketschalter warten musste. Ja, lieber Rainer, kulinarisch ist die Berlinale hier am Potsdamer Platz ja in einer Wüste quasi. Gut, es gibt die Foodtrucks, aber sonst ziemlich viel Fastfood, Brezeln im Kino, abends vielleicht mal ein Partyhäppchen. Deutlich besser haben es da die Besucher und Besucherinnen des kulinarischen Kinos im Spiegelzelt am Martin-Gropius-Bau. Dort gibt es passend zum jeweiligen Film ein mehrgängiges Menü. Und heute steht ein Berliner in der Küche, der Koch Tee Dicken Go. Sein Menü gehört zum Film Ramen Tee aus Singapur. Und wir zeigen Ihnen mal, warum der Film und unser Koch so gut zusammenpassen. Mitten hinein in die Küchen von Singapur führt Ramen-Tee.
Der Film erzählt von der Reise eines jungen japanischen Kochs in die Millionenmetropole. Dort sucht er nach der Geschichte seiner Familie und entdeckt nebenher die Geheimnisse der asiatischen Kochkunst. Duc No hat für diesen Film ein passendes Menü zusammengestellt. Essen und Familie, das sind auch für den Charlottenburger Koch die zentralen Dinge im Leben. 5 Jahre war er alt, als seine Mutter mit ihm und 2 Geschwistern aus Vietnam flüchtete. Als Boat People kamen sie nach Berlin, das eine zweite Heimat wurde. Heute gehören Duc No hier 12 Restaurants. Essen, das hat er gelernt, ist Leidenschaft. Bei den Asiaten geht es immer nur um Essen. Das heißt, in Vietnam sagt man auch nicht guten Tag, sondern man sagt, hast du schon gegessen, als Begrüßung. Deswegen, also es geht wirklich immer nur ums Essen. Und so habe ich es auch empfunden als Kind, dass wir immer zu Tanten und Onkel zu Besuch waren. Da gab es immer Essen. Eine eigene Familie hat Duc No noch nicht, aber dafür viele Nichten und Neffen. Dazu kommen Kinder von Cousinen und Cousins und von Freunden. Seine Familie, meint er, das sind so um die 40 Menschen, alle in Berlin. Und um die kümmert sich der 45-Jährige so oft er kann. Ich denke auch, das Essen, was ich gemacht habe die letzten Jahre, oder die Restaurants, das hat auch dazu geführt, dass meine Familie näher zusammengerückt ist, natürlich. Die kommen öfters in die Lokale und dann sitzt man wieder und spricht. Und das führt dazu, dass man eine ganz gute Community halt weiterhin machen kann. Und es hat auf jeden Fall geholfen, die Familie immer sehr zu festigen. Auch wenn er viel übrig hat für Traditionen, beim Kochen experimentiert Duc No gern mit ganz unterschiedlichen Stilen. Deswegen eröffnet er auch so gern neue Restaurants. Hier in seinem 12. wird mal nicht asiatisch, sondern vegan gekocht. Das hat Duc No, der mittlerweile sogar eine Fernsehkochkarriere angefangen hat, nämlich gerade für sich entdeckt. Gesund. Früher war es natürlich so, dass ich am Essen nur den Magen stopfen wollte als Jugendlicher. Aber es hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass ich als Koch angefangen habe zu arbeiten in einem japanischen Lokal. Da habe ich die Kunst des Kochens sehr respektieren gelernt. Und ich wollte immer in dem Sinne besser werden mit meinen kochtechnischen Fähigkeiten. Und jetzt ist es mittlerweile eher so, jemand glücklich zu machen damit. Dass man mit gutem Essen fast alles erreichen kann, das ist die Botschaft von Duc No und auch vom Film Ramen Tee. Zum Schluss löst hier der Koch das Rätsel seiner Familie. So leicht kann es manchmal sein. So viel von mir für heute hier live aus dem Berlinale Palast. Wir senden morgen wieder, dann schon um 22 Uhr. Hier im RBB geht es jetzt weiter mit dem Polizeiruf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. When I saw you, the night was blue. I pressed you by with my eyes. Hypnotized by your smile, by your grace, by your style. I want you to be close to you.